Ich bin unterwegs mit Timon, der hier, hallo, den Fahrer mimt. Wir haben einen Trip nach England vor. Also wir hatten ja damals, als ich hier war, hast du ja gesagt, könnte schwierig werden. Dann habe ich das Video gesehen und dachte mir, geht doch. Ja. Und ging auch gut, ne? Ja. Habe ich das gesagt? Nee, ich weiß nicht. Oh, da haben wir jetzt Geheimnisse in deinem Video verraten. Egal. Kurz Teamwechsel. Zack, vom LKW überfahren. Oh, ihr könnt mal richtig schön Drift ziehen. Alter Lachs. Oh, joi, mach da nicht sowas. Watch them all get wild, get down to business, tell everyone, go out and get it. Ich wollte was Herzhaftes und ich bekam M&M's. Guten Morgen. Ja, die Nacht war entspannt, mein Zimmer war ein bisschen schwierig. Fotos an dieser Stelle. Ich habe da so ein Hogwarts-Abstellzimmer bekommen, wo das Fensterhaufen war, ein bisschen Laub reinflog, stand noch eine Matratze drin, ich weiß nicht. Das war doch der Halloween-Room. Ja, ernsthaft. Das war wie in so einem Horrorfilm, da war ein bisschen Blut an der Wand und ja, dann habe ich ein neues Zimmer bekommen, da gab es dann keine Karte und das ganze Hotel war ein bisschen nicht so gut. Dafür haben wir ein leckeres britisches Essen gefrühstückt. Britisches Frühstück gefrühstückt. So rum. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Firma Capricorn. Und da bringen wir jetzt den Motor ab. Jetzt kommen wir mal zur Sache hier. Zum Inhalt unseres Videos. Capricorn hat mehrere Stützpunkte oder Niederlassungen in Europa. Ich glaube eine in Frankreich, eine in Deutschland am Nürburgring und eben eine in England und noch irgendwo. Und am Nürburgring machen die überwiegend so Fasergeschichten, so Carbon, Laminate, da machen die sowas. Wilde Sachen, bestimmt mal einen Besuch wert. In Frankreich machen die Kurbelwellen und in England machen sie viel mit Kolbenbläu-Zylindern und so. Bei Capricorn werden so allerlei Motoren, ja, konstruiert und gebaut, aber vor allen Dingen so Formel-1-Zeug. Ich habe das im Vorfeld jetzt für euch schon mal abgeklopft, ob wir da irgendwas drehen können. Das geht natürlich nicht. Wir dürfen gar nichts zeigen, weil alles Top-Secret NASA CIA-mäßig geschützt ist. Es gibt nämlich gar nicht so viele Firmen in Europa, die Nikasil-Beschichtungen durchführen an Pkw-Motoren. Ja, normalerweise hast du das so im Zweitaktbereich, so Motorrad oder auch Quads. Da ist das so ganz gang und gäbe. Aber das sind ja mal so ganz kleine Zylinder oder auch Blöcke. Ich habe da gar keine Ahnung von, ehrlich gesagt. Da bist du ja eher so der Spezi, ne? Motoren, ja. Motorrädern, ja. Ja, mittlerweile. Bist auch mehr so der Fahrer dann, ne? Ja. Und für so ein V8 ist dann halt ein bisschen schwierig. Und das Problem ist ja auch, ich meine, wenn du jetzt sowas machst, du hast jetzt da so einen V8-Motor, der schon recht teuer ist, und dann lässt du den jetzt irgendwie aufbohren und dann soll das da anders beschichtet werden, dann sollte das ja auch funktionieren, weil das siehst du ja nicht sofort, ob das funktioniert oder nicht, sondern das siehst du ja erst, wenn du eingebaut hast und schon richtig viel Geld versenkt hast. Deswegen ist da die Frage nach dem Vertrauen auch recht hoch. Und es gab eine Firma noch in Deutschland, da habe ich aber leider nicht so die guten Referenzen bekommen. Ich habe jetzt mehrere Firmen gefragt, wen kennt ihr, mit wem macht ihr, und ja, Capricorn ist halt schon eher so das obere Ende an der Preisstange. Wir bezahlen jetzt, glaube ich, 2.500 Euro netto für das Alusilbeschichten. Darunter sind, glaube ich, 500 Euro für die Hohenbrille, die jetzt extra nur für diesen Motor gemacht wurde, weil die hatten so einen, jetzt den BMW-Motor noch nicht. Diese Brille gehört uns quasi. Und wenn jetzt einer von euch hier S63 TU-Fahrern auch sowas haben will, weil das super stabil und langlebig ist, dann kann er sich bei uns melden und dann arrangieren wir das. Und dann kann man unsere Hohenbrille benutzen und muss keine eigene beauftragen. Ja, lange Rede, kurzer Stiefel. Wir werden hier jetzt noch ein bisschen durch Basingstoke. Sagt man wohl Basingstoke oder Basingstoke? Basingstoke. Basingstoke. Welcome to Basingstoke. Reduce speed now. Alles klar, ich reduce. Wir fahren jetzt kurz dahin und dann melden wir uns gleich wieder. Reception. Okay. Ach, der Deutsche, der fährt jetzt einfach mal hier so. Der steht jetzt einfach hier mitten vor. Der stellt sich jetzt einfach mal hier so hin. Mit seinem X5.
Münchner Kennzeichen. Das sieht aber auch ernst aus, ne? Also, als wird der abends den Ghost Rider spielen. Ist er wahrscheinlich einfach. Er spielt ihn nicht. Boah, da sehe ich schon irgendwelche dicken Maschinen. Ja, geil. Dann. Ja, ich hüpf mal kurz rein und frag mal, was geht. Bis gleich. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Tour. Okay. Wir beide. Ist privat, ohne euch leider. Weil es, er hat nur gesagt F1 und Defense. Und danach gucken wir uns noch so ein paar Examples an, da seid ihr dann wieder dabei. Wow. Okay. Ja, wir haben gerade eine ganz, ganz spannende Fabriktour bekommen. Ich habe was ganz anderes erwartet. Also es ist wirklich total sauber. Moderner, ja. Also super modern, super sauber. Unendlich viele Maschinen. Da hinten ist zu sehen, alles von Drehbänken über Bearbeitungszentren, Fünfachszentren, wo Billetblöcke hergestellt werden. Da ist eine Presse, also eine Schmiede, wo Schmiedeteile hergestellt werden. Und so ein Qualitätszentrum mit so einem taktilen Messgerät. Also wirklich irre, was man da gesehen hat. Leider dürfen wir gar nichts davon filmen. Mit ein bisschen Glück dürfen wir was filmen, wenn wir den Motor wieder abholen. Weil da sind Sachen für den Motorsport und auch für das Militär, die da gemacht werden. Und deswegen ist das alles sehr, sehr geheim. Ich kann euch jetzt hier ein paar Sachen zeigen. Da kann ich euch ein paar Sachen zeigen, darf euch aber nicht sagen, was das ist. Ja, also sehr speziell, aber es ist von außen betrachtet, das habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist halt super schwer, eine Firma zu finden, die die Nikasil-Beschichtung machten. Und als wir hingekommen sind, ich war mir auch nicht bewusst, okay, war so eine Bauchentscheidung, aber jetzt, wo ich hier durchgegangen bin, sage ich dir... Auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil also das ist krass, das Niveau. Also da werden Motoren gebaut für Supersportwagen, die du kennst und die werden halt hier gemacht. Also das ist wirklich krass. Also kann man schon sagen. Wir haben jetzt hier mal so ein paar Sachen rausgeholt, die man bei Capricorn hier in England macht. Das sind zum Beispiel halt Körbchen. Ne? Die werden halt hier geschmiedet, hergestellt, gegossen, geschmiedet und dann bearbeitet. Und du kannst hier quasi deinen eigenen Kolben machen lassen. Wir hatten da hinten so einen GTR-Kolben. Der war hier ganz speziell gefräst für maximale Verwirbelung in der Kammer. Das kann man hier bestellen. Man sagte mir, das kostet dann so um die 200 bis 250 Pfund pro Kolben. Bei Abnahme 40 Stück, ja, wenn man hier seinen eigenen Kolben machen will. Und dann gibt es halt auch verschiedene Coatings, die man hier dann drauf machen kann. Und man kann wirklich alles nach Maß Custom hier bestellen. Und dann habe ich hier einen speziellen Kolben gefunden. Hier konnte mir auch keiner mehr sagen, der ist schon ein bisschen älter, was das genau ist. Und zwar ist das so ein Kolben, wo hier unten das Pleuel reingeht und der Kolben sich wohl dreht. That's correct, right? It's spinning inside the cylinder. Yes. Okay. Unser Kollege, der möchte nicht vor die Kamera. Er ist ein bisschen scheu. Wie gesagt, der Kolben dreht sich im Zylinder. Aber wird auch hier hergestellt, eines von diesen verrückten Raritäten, die man hier sieht. Ja, und dann natürlich ganz spannende Sachen, die hier gemacht werden, wie zum Beispiel hier so Kolbenbolzen mit einer DLC-Beschichtung, kann man hier bestellen. Auch sehr, sehr teuer, hat man uns gesagt, weil Stahl ist teuer geworden und wegen dem Brexit ist halt alles irgendwie teuer geworden. Deswegen sind wir auch persönlich hier mit dem Motor. Und dann halt hier, das ist zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, es gibt noch wesentlich mehr Standorte in Deutschland als nur die Kohlefaserschmiede am Nürburgring. Es gibt auch noch in Düsseldorf und Gladbach wohl ein Werk, die halt dann die Pleuel herstellen. Das wird also in Deutschland gemacht. Das ist aber mehr so Richtung OE-Fertigung, also da muss man dann schon wirklich Tausende nehmen. Also so ein Pleuel kann man sich jetzt hier nicht bestellen. Und dann natürlich das Spannendste an der ganzen Geschichte waren die Buchsen. Hier haben wir halt so eine Buchse, die ist aus einem Formel-1-Motor, aber ist schon ein bisschen älter, historisch, Cosworth. Das ist jetzt so ein Beispiel, das ist ein Aluminium. Das ist Aluminium, right? Okay, obvious. Nochmal nachgefragt, also hier ist auch eine Nikasil oder Nika-Keramik-Beschichtung drin. Nikasil ist ja geschützt von, wer hat es erfunden? Mahle. Und das wird dann einfach nur umbenannt und es ist dann fast das Gleiche. Also hier ist quasi auch eine Nikasil-Beschichtung drauf mit einem schönen Kreuzschliff. Und die machen hier auch gar nichts anderes. Also die machen hier wirklich nur die Nikasil-Beschichtung. Und wir haben auch gerade drüber gesprochen, über das ist halt in anderen Bereichen, also ich sag mal jetzt im BMW-Bereich oder so, das ist halt gar nicht bekannt ist. Wie gesagt, es war sehr schwer, Infos zu finden. Und hier, klar, hier im Epizentrum, da kennt man das. Und es gibt auch hier in England viele Firmen, die es einsetzen, vor allen Dingen im Porsche-Bereich und auch in anderen Anwendungsgebieten. Ich darf jetzt nicht zu viel erzählen. Es gibt also so Motorsport-Anwendungen und
hier gibt es auch mit viel mit Luftfahrt und all so ein Gedöns, ja, da wird das auch gemacht. Und es wundert uns, dass es halt einfach in den anderen Bereichen noch nicht so angewandt wurde. Und deswegen, vielleicht haben wir hier eine Vorreiterrolle, finde ich ganz spannend. Eine Sache, die wir hier halt auch machen, also hier werden halt diese Büchsen werden hier halt produziert. Ja? Du kannst dir hier quasi deine eigenen Büchsen bestellen, die sind dann halt custom. Die sind in der Regel nicht aus Stahl, ja, oder aus Eisen, sondern halt aus Aluminium. Es hängt immer ein bisschen von der Anwendung ab. Und das hier, ich darf auch nicht sagen, was das ist, sondern ich kann euch nur das Design zeigen. Speziell bei dieser Büchse ist halt, dass hier diese Rippen mit drin sind und hier fließt dann quasi das Wasser durch. Und der Vorteil ist, dadurch, dass das Material hier dann dünner ist, zu dem Bereich, wo das Wasser fließt, ist die Kühlleistung halt stärker. Also die Wärmeabfuhr ist viel stärker, weil das Material hier an der Stelle nicht so dick ist. Und deswegen kann bei dieser Büchse eben die Kühlung viel besser stattfinden. Das ist eine sehr aufwendige Büchse und die wird eben in einem Bereich, er sagte, verwendet, wo der Motor sehr vergewaltigt wird. 3-4 Bar Ladedruck, die in diesem Zylinder dann abgehen. Wie gesagt, ich darf euch leider nicht sagen, wo genau. Wir haben hier noch so eine, die ist quasi auch gemacht, custom, und die ist dann nochmal hier mit so einer DLC-Beschichtung. Außen und innen, also alles, was man so will, kann man hier an Büchsen bekommen. Und du kannst die Sachen hier bestellen, kannst aber auch einfach deinen Motor hier hinbringen und alles machen lassen. Also dann wird das quasi aufgefräst, aufgedreht, dann setzen die Buchsen ein. Also hier ist alles möglich. Das hat natürlich dann am Ende seinen Preis. Ja, und hier haben wir halt nochmal so ein... Ja, ist das noch eine Buchse oder ist das schon ein halber Zylinder? Das ist halt, wie gesagt, so Zweitaktzeug. Das ist from a bike oder from a quad? Porsche. Okay, alles klar. wieder mal Shit gelabert. Das ist von Porsche. Also von so einem alten, luftgekühlten. Air-cooled, right? Ja, gut, okay. Also wirklich ganz, ganz viele spannende Sachen hier, was hier gemacht wird im Bereich Kolben und ja, Oberflächenbehandlung. Ich hätte euch hier gerne mehr gezeigt. Wie gesagt, wir haben vielleicht die Möglichkeit, etwas mehr zu erzählen, wenn wir den Motor abholen. Er sagt, die Chance liegt bei 10-20%, dass wir dann reingehen dürfen. Vielleicht kriegen wir aber auch noch Material, Videomaterial während der Bearbeitung von unserem Blog. Wie die das genau machen mit der Nikasil-Beschichtung, ist hier ein Firmengeheimnis. Das wird sowieso nicht gezeigt. Aber sie zeigen uns, sie machen für uns vielleicht Fotos oder Videos, wie die Unterschiede aussehen. Ja? Und ich glaube, den technischen Teil, was jetzt genau wirklich an der Nikasil-Beschichtung besser ist und warum das auch andere vielleicht machen sollten, bevor sie einfach eine Stahlbuchse einsetzen in ihrem S63, das besprechen wir später mit dem Menschen, der die Beschichtung für die Kolben bei uns macht. Das Thema ist halt wirklich schon sehr, sehr technisch. Vielleicht finden wir auch jemanden an der FH, der mit uns darüber spricht. An dieser Stelle, glaube ich, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, weil wir sind ja noch einmal hier und dann machen wir noch mal so einen Roadblock, wie jetzt dieses Mal. Und dann können wir hier noch mal genau nachfragen und spezielle Sachen vielleicht zeigen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Auto. Ja, wir mussten da jetzt gerade los, weil wir jetzt auch gleich noch den nächsten Termin haben. Was ich aber noch sagen wollte, was ich glaube ich gerade verpasst habe, ist, das spannende Thema an den Sleeves oder an den Buchsen war halt, dass ich glaube, ich muss da den Supi nochmal fragen, üblicherweise werden ja diese Eisenbuchsen benutzt, von dem, was ich gesehen habe. Und was mir vorher nicht klar war, ist, dass du auch Buchsen bestellen kannst, die eben Nikasil beschichtet sind. Das heißt, du hast dann quasi ja aus beiden Welten das Beste. Also du setzt ja eine Buchse ein, um, ich sag mal, mehr Stabilität zu bekommen, um eben mehr Leistung fahren zu können. Das Material ist ja immer die Frage, was du nehmen musst, also wie viel Platz du hast. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Stahlbuchse, die Stahlbuchse kann dünner sein, und damit du die gleiche Leistung in einer Alubuchse hast, muss die halt dicker sein. So, deswegen kann man halt wählen zwischen Alu und Stahl, je nachdem, wie viel Platz du hast. Und, aber dass man halt diese Buchse auch eben entsprechend beschichten kann, das war mir nicht klar. Und ich glaube, das ist halt eine ganz coole Option, wenn man nämlich büchst, dass man dann eine Nikasil-Buchse einsetzt, weil dann hat man eben diese Langlebigkeit, diese Widerstandsfähigkeit. Und es geht auch viel um Schmierungen, dass eben, wenn der Hohnprozess, den haben die da auch relativ geheim gehalten, also er sagte, deren Hohnprozess ist so besonders, dass dort einfach eine sehr, sehr gute Ölschmierung gewährleistet wird mit besonders wenig Reibung.
Und Reibung ist ja auch so ein Thema, wenn du jetzt eine Buchse einsetzt und dann sind die Reibwerte höher im Zylinder, dann kostet dich das ja wieder Leistung. Du willst ja eigentlich wenig Reibung, deswegen muss man ja bei modernen Motoren, um eben die Emissionswerte zu schaffen, darf der Motor ja kaum noch Reibung haben. Der muss ja quasi flutschen, ja? Deswegen auch diese dünnen Öle und so. Ist ja alles ein recht komplexes Thema, aber im Tuning-Bereich, wo wir wirklich viel Leistung wollen, ist das gar nicht so doof. Und ich hoffe, wir können da nochmal auch ein bisschen tiefer eintauchen, wie gesagt, mit einem Fachmann. Wir fahren jetzt nach Southampton und besuchen den Ash. Ihr kennt den Ash schon aus den Videos mit dem Wavetrack-Differential. Die haben da auch eine Tuning-Firma, die machen nicht nur Differenziale. Da wollen wir mal vorbeischauen, Hallo sagen. Und dann werden wir uns nach London begeben. London. Und fahren jetzt hin, bis gleich. Da vorne, ich sehe schon. Was ist das denn? Mind That Child. Oh ja, Digga, guck mal, was hier steht. Nerdy. Wir sind einfach reingeplatzt hier. Hold up. Now do what you do. Pop the hood. Yeah, pop the hood. And then... Okay, that looks serious. Yeah, so... Kalt, windig. Das stinkt ein bisschen Abgas. Ja, welcome to Britain.